herzlichen guten Abend heute an diesem Samstag, den 5. November. Und ja, ich wollte eigentlich gar keine Nachtgedanken oder Abendgedanken heute streamen. Dann habe ich aber dennoch, nachdem ich heute so wundervolles Roggen-Sauerteigbrot in meinem Steinofen backen konnte, einmal nachgeschaut, was denn der Text so bietet. Und da ist heute für die Abendlese ein ganz besonderer und sehr, sehr bekannter Text dran. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich diesen Stream jetzt, um die Menschen vielleicht doch noch in diesen Text mit einzubinden. Und wenn sie ihn später anschauen, kein Problem, vielleicht sind sie jetzt auch live dabei. Aber für mich ist es wichtig, dass dieser Text doch auch die Menschen noch einmal erreicht. Es ist nämlich aus dem Alten Testament genommen und aus diesem Alten Testament, aus dem Genesis-Buch im 4. Kapitel. Ja, schauen wir mal, die Geschichte kennen wir, glaube ich, alle und trotzdem möchte ich sie für uns lesen. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Der erste Mord und dazu noch ein Brudermord. Was für eine Geschichte, und ich glaube, sie passt eigentlich gar nicht so für die Nachtgedanken. Sie wühlt uns nämlich auf und fragt uns natürlich, wie kann es so weit kommen, dass ein Bruder den anderen erschlägt. Und das aus einem Grund, der sich hier ganz deutlich abzeichnet, nämlich aus mangelnder Anerkennung, aus ungerechten Behandlung oder Behandeln kommt es zu diesem Brudermord. Nämlich da heißt es, Gott sah ja das Opfer des einen gnädig an und des anderen aber nicht. Und dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Satz, der da drinnen aufleuchtet, dass wenn man fromm ist, eigentlich nicht den Blick senken müsste, dass man, wenn man fromm ist, wenn man an Gott glaubt, wenn man nämlich in der Liebe ist, auch selbst darüber hinweg käme und sagen würde, ja, dann hat er heute halt mal mehr Anerkennung bekommen als ich selbst, das macht ja nichts. Mir ist es wichtig, dass ich dies und jenes auch getan habe, dass ich Gott genauso geopfert habe und deshalb bin ich doch eigentlich zufrieden. Ein anderes Mal bekomme ich vielleicht wieder die Anerkennung, warum soll ich mich darüber aufregen? Und dann am Ende
sehen wir, dass er ihm doch nicht wahrscheinlich so fromm ist, denn er hat ja seinen Bruder erschlagen. Er kann also gar nicht so souverän über dieser Situation stehen, sondern er leugnet sogar noch vor Gott und sagt dann ganz einwandfrei, und das ist ein Satz, der durch die Gesellschaft heute geht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Hab ich denn die Aufgabe, auf meinen Bruder zu schauen? Muss ich denn ihn auch noch beschützen vor allem Bösen? Und das ist eine ganz, ganz große faule Ausrede, eine Vertuschungsrede. Er will sich dumm stellen vor Gott und merkt aber doch im selben Augenblick, dass sich Gott nicht verdummen lässt, denn das Blut der Erde schreit zu Gott. Und dann am Ende geht die Geschichte ja doch noch so aus, dass Gott ihn zwar am Leben lässt, ihn beschützt, diesen Mörder, aber er verweist ihn in ein Land, das heißt Gottesferne, also er lebt nicht mehr im Garten Eden, er lebt nicht mehr in dem Bereich mit Gott, sondern er lebt eigentlich in der Gottesferne und so müsste man sagen, er lebt dann eigentlich mit der Sünde. Steckt da vielleicht eine Antwort auf unsere Weltsituation, dass es immer Menschen gibt, die in der Gottesferne sind, die Gott gar nicht erkennen können und dass es Menschen gibt, die zu Gott glauben können und sich von ihm leiten lassen? Ist da eine versteckte Antwort, die wir vielleicht aber so bisher noch nie gesehen haben? Und die andere Frage ist ja, warum lässt sich Gott hinreißen, dass er dem einen das Opfer anerkennt und dem anderen nicht? Es gäbe so viele Fragen in dem Text, aber vielleicht sehen wir einfach mal in den wichtigen Punkt hinein. Was führt denn in die Gottesferne, in das Abseits? Es ist letztlich unsere Nichtverbundenheit mit Gott. Denn wenn der Mörder, wenn er tatsächlich mit Gott verbunden gewesen wäre, dann hätte er diesen Akt nicht vollzogen, dann hätte er seinen Bruder nicht umbringen müssen. Also, das würde ja heißen, dass wenn er wirklich fromm gewesen wäre, dieser Kain, dass man dann sagen müsste, ja, es würde ihm nicht das passiert sein. Und das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Antwort, nämlich die wir für unser heutiges Zusammenleben vielleicht auch ein bisschen mehr buchstabieren sollten. Nämlich dahingehend, dass wir einmal überlegen, warum kommen wir denn aus unserer Mitte, aus unserer Gottesbeziehung hinaus? Warum können wir nicht mehr mit Gott zusammen sein? Warum können wir nicht aus der Liebe handeln? Und da wird hier die Missgunst, die nicht geschenkte Anerkennung genannt. Und es gibt ja noch viel mehr. Es gibt eigentlich immer einen Konkurrenzkampf zwischen uns Menschen, in dem wir unterwegs sind und tatsächlich versuchen, die Nummer eins zu sein. Und in diesem Konkurrenzkampf, der sich nicht nur in den Familien abspielt, sondern ja auch in der Gesellschaft, in der Schule, überall, spüren wir, dass dieser Konkurrenzkampf uns ins Abseits führt. Nämlich es geht ja dann nicht darum, dass Gott groß wird durch irgendeine Tat oder dass Gott gedankt wird und wer Gott ein Opfer bringt, der muss ja nicht unbedingt eine Antwort erwarten, sondern er macht das ja eigentlich aus dem Dank heraus. Sodass dieses Verhalten immer auch zum Ziel hat, dass es um uns Menschen geht, dass wir die Größten sind, dass wir diejenigen sind, die letztlich dann für uns Lob, Anerkennung und vielleicht noch eine Prämie wollen. Und genau darum geht es in unserer heutigen Zeit und in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder, dass Menschen um der Anerkennung willen arbeiten, Dinge verrichten. Und es haben auch schon Philosophen darauf hingewiesen, David Richard Brecht, auch wenn ich ihn nicht mehr so gerne zitiere, weil ich manchmal mit ihm Probleme habe, jetzt in seiner Meinung zu den Mainstream-Medien gegenüber, hat er gesagt, wir tun es, weil wir uns da gut fühlen. Wir brauchen diese Anerkennung. Wir wollen und wir müssen Lob bekommen. Ist es so, dass wenn wir fromm sind, auf das Lob verzichten können? Das wäre ja die Konsequenz, dass wir sagen können, ja, wenn ich wirklich an Gott glaube, brauche ich keine Anerkennung von den Menschen, dann tue ich das. Dann gebe ich meinen Dienst durch.
dann bin ich froh, wenn überhaupt etwas rüberkommt. Ich brauche da kein Dankeschön, ich brauche da nicht irgendwo einen Orden, ich brauche da auch keinen Titel, ich brauche gar nichts. Wenn wir ehrlich sind, würden wir sagen, das klappt nicht, das geht nicht. Denn wir sind alle auf Anerkennung aus. Wir wollen genügen und wir wollen auch mal gelobt werden. Jemand, der nie Anerkennung erfährt, der nie gelobt wird, der verzweifelt, glaube ich. Und das macht deutlich, dass wir immer noch hier auf dieser Erde stückhaft unterwegs sind. Bruchstückhaft. Dass wir noch nicht in der vollkommenen Liebe sind, nämlich die vollkommene Liebe, die würde letztlich, so wie es auch in der Bibel erzählt wird, ja so gelebt, dass wir keine Anerkennung brauchen, sondern dass wir uns freuen, wenn es dem anderen gut geht, dass wir uns freuen, wenn der andere seine Anerkennung bekommt und wenn ich vielleicht sogar im Hintergrund bleiben kann. Diese Problematik zieht sich durch alle Bereiche. Ich sehe es auch in unserem Widerstand, in den vielen Kanälen, die immer wieder auch verschiedene Dinge posten. Jeder versucht dort wohl ganz vorne zu sein, der Beste zu sein und die Vollober auf sich zu beziehen. Man kann es beobachten hier und dort, dass wir eben doch sehr, sehr menschlich unterwegs sind. Und deshalb wollte ich diese Geschichte heute noch einmal bringen, weil ich nämlich der Meinung bin, Kain und Abel, das ist die Geschichte von uns auch heute, die uns zu einer Lösung führen könnte, wenn wir eben nicht versuchen, für uns zu schaffen, sondern wenn wir die Anerkennung, die wir ja bei Gott haben, wahrnehmen und sagen, Gott freut sich über das, was ich tue. Das ist klar, wenn ich in der Liebe unterwegs bin. Ich brauche nicht den Titel, die Anerkennung, die Finanzen oder sonst etwas von den anderen. Ja, eine große Problematik, die uns doch deutlich werden lässt, dass wir Menschen wahrscheinlich zwei Seelen in der Brust wohnen haben. Wenn wir mit Gott verbunden sind, ist das der eine Teil und der andere Teil, der sehr, sehr menschlich auf diese Welt bezogen ist, dass wir doch immer wieder hecheln und sagen, ja, es wäre schön, wenn ich ein Dankeschön kriege. Und er hätte ja wenigstens mal sagen können, das ist großartig, was du machst. Wo und wie ist die Lösung zu finden? Ich glaube, je tiefer wir in den Glauben geraten, je tiefer wir mit Gott verbunden werden, desto weniger brauchen wir es. Ob wir es ganz abstellen können, das bezweifle ich. Denn ich kenne mich selbst, ich kenne die Menschen, ich kenne die Gesellschaften und ich bin auch Realist, dass ich weiß, ja, wir brauchen Anerkennung, wie das Kind, wie der Jugendliche, damit er noch weiter sich entwickeln kann. Aber vielleicht überdenken wir mal, wenn wir Anerkennung schenken, was wir sagen. Ich habe mir manchmal angewöhnt, extra aus dieser Emporhebung von Menschen herauszukommen. Und dann habe ich festgestellt, es wäre doch auch ganz nett zu sagen, ich danke Gott, dass er dir so viele Gaben gegeben hat, dass er dich so begnadet hat, dass du das alles tun kannst. Ich danke Gott, dass er dich so als Menschen geschaffen hat, dass du so großartig für uns und für die Gesellschaft arbeiten kannst, da sein kannst. Und dann bekommt diese Anerkennung noch ein zweites Gewicht. Nicht nur, dass der Mensch emporgehoben wird, er merkt, dass ich mich freue über seine Arbeit und ich freue mich über das, was er getan hat, aber ich kann gleichzeitig ihn darauf hinweisen, dass es ja nicht sein eigenes Werk ist, sondern dass es Gott ist, der ihn dazu befähigt hat. Und das schützt ihn vielleicht auch wieder vor der Überheblichkeit zu sagen, ja, das habe ich mir alles erschaffen, das habe ich mir alles verdient. Was wäre es doch Großartiges gewesen, wenn zwischen den beiden Brüdern der eine zum anderen gesagt hat, ich freue mich, dass Gott dein Opfer anerkannt hat. Ich freue mich, dass er das so toll findet und nicht gesagt hätte, oh, meins hat er nicht anerkannt. Wir sehen also, dass gerade in diesem Wettstreit das Übel liegt und vielleicht gelingt es uns mit einer solchen anderen Formulierung Anerkennung und den Hinweis auf Gott zu parallelisieren, dass wir beides bringen und dass wir dann letztlich sagen können, ja,
Es ist schön, dass ich einmal Anerkennung erfahren habe, aber ich bekomme sie, weil Gott mich so geschaffen hat. Und dass wir dann, wenn wir die Anerkennung kriegen, auch im Gebet und in der Kommunikation mit Gott, ihm dafür danken können, dass er uns so viel Dinge mitgegeben hat. Lassen Sie uns beten. Herr unser Gott, eine Woche liegt hinter uns. Du hast uns so viel geschenkt, so viele Erlebnisse, so viele Begegnungen. Du hast uns so viel schaffen lassen und erreichen lassen, dass wir es manchmal gar nicht richtig einordnen können. Du hast uns natürlich auch viele Erfahrungen gelehrt, Dinge, die nicht gelungen sind, Dinge, die uns ängstigen, erleben lassen. Du hast uns vielleicht auch hier und dort die Verzweiflung nahegebracht in dieser Welt und hast uns erfahren lassen, wie schwer es ist, dann wieder zum Glück und zur Freude zu finden. Gib uns die Kraft, für beides dankbar zu sein, dass wir beides annehmen, dass wir nicht nur die Freude und die Leichtigkeit schätzen, sondern auch jene Tiefe und jede Schwierigkeit. Herr, wir bitten für diese Welt. Du siehst, was sich in dieser Welt abspielt. Du siehst, dass Menschen erkranken aufgrund von medizinischen Maßnahmen. Du siehst, dass sie verzweifelt sind und alleine gelassen werden, dass sich keiner darum kümmert, dass die Zusammenhänge anders erklärt werden, dass Menschen verzweifeln und nicht mehr ein- noch auswissen. Herr, wir bitten dich, sei du bei diesen Menschen, begleite sie, lass sie spüren, dass sie in dieser Situation nicht alleine sind. Wir bitten dich für die vielen Menschen, die jetzt noch vom Krieg überzeugt sind und die begeistert sind und meinen, man muss mit Krieg Dinge lösen, regeln und die Dinge deshalb mit Gewalt ausrichten. Herr, bewege diese Menschen zur Einsicht, dass Waffen und Gewalt niemals etwas erreichen können, sondern dass dadurch alles nur noch viel, viel schlimmer wird. Herr, wir bitten dich deshalb für alle, auch für uns selbst, schenk uns die Gedanken des Friedens. Lass uns nicht im Hass unterwegs sein wie Kain und Abel. Lass uns nicht zum Brudermord kommen. Lass uns zum Frieden kommen. Lass uns das Gespräch suchen und gib uns die Kraft, dass wir uns mitfreuen können mit dem anderen. Gib uns Bescheidenheit, dass wir entdecken, dass wir nicht nur Anerkennung brauchen, sondern dass letztlich alle Anerkennung dir gebührt, weil du uns geschaffen hast und du uns so in diese Welt gestellt hast. Herr, wir bitten dich für dieses Wochenende, segne uns diesen Abend, schenke uns Gemeinschaft, gib uns Kraft füreinander und nicht gegeneinander. Sei du es, der unseren Schlaf segnet. Sei du es, der uns in eine neue Woche führt, indem wir unsere Gedanken des Friedens, der Liebe und der Hoffnung dieser Welt bringen können. Lass uns um Himmels Willen nicht verbittern. Und so bitten wir dich auch für uns selbst, schenke uns Gesundheit, bewahre uns vor allem Bösen, eröffne uns Wege, die für uns gangbar sind, zeige sie uns. Und gib uns die Gewissheit, dass du an unserer Seite bist. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ja, ich wünsche uns allen mit diesem abschließenden Gebet und mit den kleinen Ausflügen zu dem großen Brudermord in dem Alten Testament einen gesegneten Abend, dass wir viel Gutes noch erleben und erfahren und dass diese Geschichte uns begleitet. Immer dann, wenn wir vielleicht nicht so viel Anerkennung bekommen, immer dann, wenn wir unzufrieden sind, immer dann, wenn wir scheel zu dem anderen sehen und sagen, ja, das hätte ich jetzt auch gern. Dass uns Gott die Kraft gibt, dass wir uns mitfreuen können. Und er hat uns doch alle gesegnet. Schauen wir in uns hinein und schauen wir auf das, was wir haben. Wir haben nicht alle gleich viel, aber
Segen hat doch jeder empfangen. Vielleicht müssen wir das manchmal neu entdecken und sehen auch manchmal im Nachhinein, dass in manchen Dingen viel mehr Segen ist, als wir es meinen, weil diese Dinge nicht mit Geld oder mit anderen Sachen aufzuwiegen sind. Deshalb möge uns Gott segnen, nicht nur an diesem Abend, sondern auch für die Zukunft. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und das Allerwichtigste, bleiben Sie mit Gott verbunden. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich auch morgen auf den Sonntag. Bin gespannt, wann ich dann dazu komme, diesen kleinen Gottesdienst oder die Andacht zu streamen. Aber ich denke, im Augenblick beschäftigen mich diese biblischen Texte so stark, dass ich gar nicht anders kann, als mit Ihnen diese zu teilen und darüber nachzudenken, was sie für Kraft beinhalten für unsere Zeit, die nicht einfach ist, aber die auf jeden Fall am Ende gut ausgehen wird. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne, auf Wiederloge hier aus Appenzell Innerrhoden.